Liebe Zuschauer, in der Formel 1 sagt man, dran ist noch nicht vorbei und überholt. Und so sieht es auch im Dow Jones aus. Und da hat unser Orakel wieder mal recht gehabt. Dran an der 18.000 ist noch nicht drüber, nicht wahr, Oswald Zeicher von Flatex? Guten Morgen. Hallo, Antje. Hallo. Fangen wir aber mal ganz klassisch mit dem DAX an. Oswald, Sie hatten gestern schon vor der Euphorie gewarnt, als es so fulminant nach oben ging. Und wir sehen es am Chart. Wieder einmal recht behalten. Der DAX konnte seine Gewinne nicht verteidigen und der heutige Handel begann auch wieder schwächer. Müssen wir jetzt längerfristig fallende Kurse erwarten? Ja, Antje, da muss man kein großer Prophet sein, um das vorauszusagen, weil was ich gestern gesagt habe, wir hatten hier einen euphorischen Start gestern, ziemlich genau um diese Zeit war ja eigentlich die Messe schon gelesen, der Anstieg war schon da und dann sind wir den ganzen Tag nur mehr seitlich gegangen in einer ganz kleinen Range. Ich habe gestern gesagt, die Rahmenbedingungen, die haben sich nicht geändert und deswegen war schon dieser Anstieg am Morgen etwas verwunderlich, dafür gab es nicht wirklich einen Grund und im Laufe des Tages kam nichts mehr dazu, was dem weiter jetzt Vorschub geleistet hätte. Also sind wir seitlich gegangen. Insgesamt auch heute haben sich die Rahmenbedingungen gegenüber gestern nicht besonders verändert. Der Euro ist relativ stabil, also da hat sich gar nichts getan. Das Öl ist gestern ein bisschen gestiegen, das sehen wir gleich nochmal, aber auch nicht wirklich signifikant drüber, über diese 50 US-Dollar Marke. Und wie gesagt, das ist alles gleich geblieben. Heute könnte man sagen, okay, die Vorgaben aus Asien, die sind eigentlich tendenziell eher negativ. Allein der Nikkei ist ein bisschen im Plus mit 0,5%. Aber ansonsten ist alles eher tendenziell negativ. Der Rest ist gleich geblieben. Amerika hat ziemlich konstant gestern geschlossen. Also auch da kam nichts Neues dazu. Und die Weltbank hat heute eine Prognose rausgegeben, dass also das Wirtschaftswachstum etwas schwächer ausfällt als gedacht. Naja, also wie gesagt, eigentlich ist nichts Positives Neues dazugekommen. Wirklich was Negatives auch nicht. Also bleiben wir ungefähr da, wo wir gestern geschlossen haben. Suchen wir mal so ein bisschen was Positives. Das ist zum einen, dass sich der Dow Jones besser schlägt als der DAX. Und wie Sie schon immer gesagt haben, die 18.000, da kommt er dran. Aber Sie sagten auch, drüber geht's nicht. Warum ist das immer noch so? Und wie reagieren die Trader von Flatex drauf? Naja, ich habe den Chart deswegen mitgebracht und habe hier mal die 18.000er Punkte eingezeichnet, dass man mal sieht, dass wir Analysten manchmal auch doch ziemlich recht haben. Und gestern hatten wir was sowas von recht. Sie sind halt unser Orakel, schon gut. Also man sieht hier zweimal ganz leicht und zwar um zwei Punkte sind wir über die 18.000 Punkte drüber gegangen. Aber auch da, wie gesagt, hat das weniger mit dem Orakel zu tun als viel mehr. Alle wissen oder viele Analysten sagen ja, wir kommen über die 18.000 nicht drüber und das glauben dann auch natürlich die Zuschauer, vor allem die Zuschauer von der Aktionär TV und dann wissen sie also, wenn es da nicht drüber geht, muss ich da oben short gehen und damit tritt also diese selbsterfüllende Prophezeiung ein. Hier oben, das sehen wir ja auch bei den Kunden der Flatex, sind dann entsprechende Short-Positionen drin, das heißt, wenn man drüber geht, verkauft man den DAX, dann geht er natürlich runter und dann sagen die Zuschauer natürlich, ah, ich habe recht gehabt, aber sie waren natürlich auch Teil des Getriebes. Also, diese berühmte Self-Fulfilling Prophecy hat gestern mal zugeschlagen. Wir kommen an die 18.000 ran, nicht drüber. Und zwar gestern, man sieht schon hier eigentlich den ganzen Tag und dann am Ende hat er dann doch ein bisschen verloren, der Dow Jones, aber nicht signifikant. Wir sind jetzt gerade 60 Punkte tiefer heute Morgen. Also insgesamt ist diese Marke wirklich, die steht wie zementiert momentan und da müsste es jetzt exogene Kräfte geben, damit wir da drüber kommen. Also entweder wird der Dollar deutlich schwächer, das würde dem Anschub geben oder das Öl steigt tatsächlich noch weiter oder irgendwelche spektakulären Unternehmensnachrichten kommen. Nichts davon erwarten wir. Es bleibt volatil. Brexit steht immer im Raum. Wie gesagt, da haben wir noch zwei, drei Wochen Zeit, bis wir da wissen, wie es da weitergeht. Die Zinserhöhung steht im Raum. Da muss irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden. Und deswegen bleibe ich dabei. Wir werden jeden Tag Bewegungen von guten 100 Punkten sehen, sowohl im DAX als auch im Dow Jones. Der Dow schlägt sich ja, obwohl es so läuft, wie es läuft, ganz gut. Und wir sehen ja hier eine sehr starke Ölpreisentwicklung. Sie haben es mal ausgerechnet. Plus 31% seit April. Aber auch hier die Prognose 50 Dollar. Dran ist noch nicht drüber, wir sind jetzt mal kurz drüber, aber hier kehrt es sich schon wieder um, jetzt wieder deutlich leichter. Ist es jetzt Zeit, im Öl in WTI wieder short zu gehen? Naja, also da haben wir dasselbe wie vorher beim Dow Jones, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Sehr viele Analysten sagen, wir kommen nicht drüber über die 50 US-Dollar, weil die Nachfrage ist konstant gleich, die Produktion ist deutlich höher. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, warum jetzt aus rein logischen Gründen das Öl weiter steigen sollte. Und wenn alle glauben, dass wir über die 50 nicht drüber kommen und dann bei 50 wieder short gehen und die Kunden der Flatex tun das auch, dann wird es den Ölpreis entsprechend hier wieder runterdrücken. Also auch da haben wir diese selbsterfüllende Prophezeiung. Aktueller Stand heute, es wird nicht über 50 drüber gehen, weil, wie gesagt, sich die Rahmenbedingungen nicht ändern.
Es kann natürlich jetzt sein, dass trotzdem morgen oder irgendwann einmal sich die Erdölproduzenten einigen und sagen, nee, wir drosseln unsere Fördermenge, dann haben wir eine reelle Chance, dass der Preis weitergeht. Aber ansonsten mit logischem Verstand wird es über die 50 nicht drüber gehen. Das bremst den Ölpreis ein und das bremst, was ich vorher schon gesagt habe, eben entsprechend auch den Dow Jones. Und ja, also das heißt, die Kunden der Flatex sind momentan kurzfristig short, weil sie eben glauben, es wird wieder weiter runtergehen. Weiter runter als bis 40 wird es auch nicht gehen. Also in dieser Range werden wir uns bewegen. Ja. In dieser Range in etwa. Okay, schauen wir mal auf Daimler, einer der beliebtesten Aktien überhaupt in Deutschland. Die letzten Monate waren bitter, vermutlich auch für die Flatex-Trader. Jetzt gab es Meldungen, es werden in den USA, in Nordamerika, in der Lkw-Sparte Stellen abgebaut. Auf der anderen Seite gibt es gute Absatzzahlen von der Marke Mercedes. Was machen Ihre Kunden damit? Ja, Daimler ist ein bisschen das Sorgenkind, weil insgesamt die Automobilbranche ist ja ordentlich gebeutelt worden durch den VW-Skandal und da sind ja alle in Sippenhaft genommen worden, BMW und Daimler natürlich auch, obwohl man den beiden Letztgenannten jetzt nichts wirklich nachsagen oder beweisen konnte, dass sie wirklich da auch irgendwie getrickst hätten. Naja, insgesamt sieht man schon hier, wie am Anfang des Jahres die anderen Autobauer auch ordentlich abgestraft, aber im Unterschied zu Daimler hat sich VW wieder relativ gut erholt und Daimler halt eben nicht bis ungefähr hier, also bis vor circa eineinhalb Wochen, da hat man eben diese Zahlen vermeldet, dass die wohl die Absatzzahlen in Europa sehr gut sind, in China auch wieder sehr gut sind. Und dann dachte man schon, okay, jetzt springt Daimler endlich an. Und jetzt kommt eben die Horrormeldung von gestern, dass man wohl mit der Lkw-Sparte in den USA überhaupt nicht zufrieden ist und insgesamt 1200 Stellen abbaut, zum Teil in Mexiko, aber auch in Nordamerika. Also das ist natürlich nicht wirklich gut, das bremst. Und ja, wenn man jetzt die Autobauer hernimmt, dann sehen wir auch bei den Flatex-Kunden, die VW-Aktie ist wirklich der Liebling, weil dort ist ordentlich Bewegung drinnen. Die wird auch zum Traden verwendet, mal rein, mal raus. Die Daimler-Aktie ist ein Sorgenkind und nach unten hin ist sie relativ abgesichert. Also unter 56 wird sie wohl kaum gehen, aber nach oben hin fehlt jetzt auch ein bisschen der Drive. Und ich sage ja immer wieder, an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Und die Zukunft von Daimler, da fehlt mir ein bisschen dieser Gedanke, Elektromobility und so weiter. Da hört man, dass VW jetzt endlich auch dabei ist. BMW ist schon längere Zeit dabei. Von Daimler höre ich nichts. Und wie gesagt, wir handeln die Zukunft und die Fantasie, die fehlt da ein bisschen. Okay, Oswald, vielen Dank. Liebe Zuschauer, nach der fast euphorischen Stimmung gestern, heute schon wieder ein bisschen verhaltene Stimmung im DAX, aber der Dow ist zumindest an die 18.000-Punkte-Marke herangekommen, wenn auch nicht drüber. Eine starke Ölpreisentwicklung hat das vielleicht ein bisschen verhindert, aber auch die Nachrichtenlage, denn es gibt weder signifikant Positives noch signifikant Negatives, aber wenn, dann erfahren Sie es natürlich auch bei uns.